Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozeria? Und heute mit unserem Boy Chani Boy. Chani Boy. Chani Boy heißt auch Chico, oder? Deswegen kam es mir im Kopf. Ja. Ja, was geht ab, Chani? Genau. Cool, dass du reinguckst. Wir kommen von Part 1 auf seinem Channel. Der Link ist in der Beschreibung. Checkt ihn ab. Im Race. Wir haben uns eine Thematik ausgesucht: Heroes gegen Villains. Ich bin jetzt an der Stelle dran mit meinem Heroes-Team. Chani, ich würde sagen, ich zähle runter, dann legen wir direkt los, oder? Jo. Okay, 3, 2, 1. Leute, in die Kommentare. Wer gewinnt? Chani oder Ozaru? Ich war gerade ein bisschen ich war gerade echt erschrocken, weil du beim Runterzählen direkt die... Ich dachte, du startest dann nur die Aufnahme, aber du hast direkt anmoderiert. Ich war so, wow. Direkt ja, nee. Eskalation. Mega direkt. Erschrocken. Ah, wie sieht dein Team aus? Willens-Team hast du am Start, ne? Yo, mit gedupten Freezer als mein Leader und auch gedupten als Friend-Leader. Sag ich mal schön angeberisch. Okay, korrekt. Und 100%... Oh, nice, erste Phase durch. 100% AGL Rose, Tech Goku Black, Esther Janemba mit Dupe und Alia Bojack noch. Oh, korrekt. Achso, und Tag Golden Freezer 100%. Du hast Alia Bojack? Ja. Ah, stimmt, aus dem Single Summon, gell? Yeah? Junge, Alia Bojack ist so geil. Da kannst du mir nichts erzählen. Alia Bojack ist richtig geil. Ich hatte den so gern, Mann. Da bin ich jetzt schon neidisch. Ja, es ist. War wie Rose am. War wie Alia Rose anfangs, konnte ich nicht leiden, aber inzwischen. Okay. Ist schon ziemlich krass, ist schon der Bojack ist richtig geil, Mann, der ist richtig geil. Schon eine starke Einheit. Das ist echt ein starkes Team an der Stelle. Ich bin hier unterwegs in einem Heroes-Team. Wie sieht mein Team aus? Goku, keine Ahnung, mein hat keinen Dupe, der Friend hat, glaube ich, einen Dupe. Dann habe ich LR Gohan. Warte mal, mein LR Gohan hat zwei Dupes. Zwei? Ja, ich glaube, ja. Alter. Doch, zwei Dupes. So, und dann zwei Dupes hast du für den Gohan. Und dann habe ich noch LR Trunks am Start. LR, yes, andere Dude. Gogeta und LR Great Saiyaman und LR Vegito Blue. Also vollgepackt mit LR hier an der Stelle. Ja, kein DNT Vegito? Nee. Ich hatte keinen Bock auf den. Ich bin schockiert. Kein Bock auf den. Ich weiß. Eine schöne Einheit. Nee, weil ich habe mir überlegt, ja, wie lasse ich die Rotation? Ich lasse Kakarot, den AGL mit LR Gogeta und den anderen LR Gohan, LR Trunks, so die zwei Söhne. Mal gucken, was die reißen. So grob gesehen. Das ist LR Trunks. LR Trunks ist ziemlich geil, finde ich. LR Trunks finde ich auch cool, ja, Mann. LR Trunks ist echt schon ein süßes Ding, sage ich dir. Okay. Oh, welcher Phase bist du? Moment so, wo bin ich? Ich bin beim Strength, Super Saiyan 2. Okay, ich auch. Okay, korrekt. Also, Freunde, cool. Part 1 müsst ihr ansehen. Das war echt eine knappe Kiste. Das war richtig geil. Riecht am Ende noch. Soll ich auf jeden Fall abchecken? Jetzt hab ich den Freezer-Vorteil. Ja, welche Freezer hast du drin? Ah, verdammt, warte, gab's da spezielle? Du musst linken musst du, glaub. Das ist ein Link-Skill, der triggert. Strongest Planet Space Force, glaub ich. Universal Most irgendwas, oder? Oder das. Ja, genau. Eines von beiden. Wird mir gerade angezeigt. Ja, okay, der ist getriggert, hab ich Glück. Okay, korrekt. Ich hab nur Tech-Freezers. Du hast Tech-Freezer und sonst keinen anderen? Nein, ich hab keine andere Farbe von Freezer, ich hab nur Techs. Scheiße. Ja, egal, immerhin. Okay, ich bin jetzt in Super Saiyan 3 schon. Bin gespannt, ob wir im letzten Video, kleiner Spoiler, da sind wir nicht in die letzte Stufe gegangen. Mal gucken, was jetzt abgeht. Ich glaube, dafür ist der Boss Rush einfach noch zu einfach. Oh, Crit. Ja. Letzte Stufe ist ja so gut wie nicht von Nöten. Ich kann nicht widersprechen. Aber für uns halt mit so brutalen Teams ist schon einfach. Aber für alle, ich finde auch allgemein für normale Spiele ist jetzt ziemlich einfach gemacht worden, weil jeder hat inzwischen mindestens ein Kategorie-Leader. Ja. Diejenigen, die schon ein bisschen spielen, ja, das stimmt schon. So Anfänger und so, die ihr müsst euch nicht wundern, wenn ihr Boss Rush nicht schafft oder Super Battle Road. Manchmal bekomme ich so Anfragen so mit, ey, wieso schaffe ich das nicht und so. Es ist schwer, Freunde, ja. Es ist ein schwerer Modus, da musst du schon ein bisschen dran spielen. So Leute auf Level 50 dann so, hey, ich spiele schon seit zwei Wochen, wieso schaffe ich Boss Rush nicht? Oh, die Armen. Müsst schon ein bisschen dran vielleicht. Okay, den INT habe ich durch. Alter, Johnny, mal langsam. Du bist vor mir gerade. Das heißt noch nichts, du hast später wieder Vorteil bei Rose. Aber du bei Vegito Blue. Du hast Rose drin, oder? Hab ich? Ja. Stimmt! Ah, that's it! Ja, moin! Oh, Triple Freezer Rotation. Das ist gerade sehr, sehr schön anzusehen. Nein, ich hab ihn nicht ulten lassen! Wen, ein Freezy? Ja, ich bin so ein Vollidiot! Aber du bist bei der. Wo bist du beim AGL? Ja, oder? Beim AGL, ja, ich hab ihn aber nicht ulten lassen. Das war der stärkste der Rotation. Oh, ich geh zu Gott. Sieht das geil aus. So, was machen wir bei. Oh, einer ist Gott geworden. Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Das war gerade so dumm, Alter. Das hat mich so. Oh, ich hab wieder Connection Drop gehabt. GG Gottku.
So, gab's ein kurzes Standbild. Mir sehr leid. Soll ich, passt, oder? Soll ich, oder soll man stoppen? Nö, nö, stoppen muss man halt nicht. Das ist immer nur ein kurzes Standbild, leider. Ah, okay, ja, kein Stress. Nein, es versteht nichts. Alles klar. Wenn nur so 2 Sekunden. Läuft weiter. So, ich bin jetzt durch mit Bardock. Was? Hildegard, oh, der wird schön nervig. Mein Freezer-Team gefällt mir echt gut. Freezer-Team ist geil. Ja. Freezy-Pop! Ich hänge immer noch bei Magali, das gibt's doch nicht. Bide. Leute, komm jetzt sie. Wo sind die? Jetzt natürlich, direkt die LR-Attacke gedodged. Der dodgt alles, Mann. Der dodgt alles. Der dodgt links und rechts alles einfach weg. AGL kommt durch, AGL kommt durch. Fuck, er lebt noch. Okay. Ich habe tatsächlich STR Janemba drin, was ich irgendwie sehr. Ich benutze ihn sehr, sehr selten. Ich glaube, ich habe ihn noch nie benutzt vor dem Freezer-Team. Aber? Hast du Bock gehabt oder was? Ja, ja, ich wollte einen STR Archer haben, halt Dodge und der ist ziemlich, ziemlich gut. Gegen Dodge, stimmt. Oh, weißt du, das Schlimmste ist, wenn Trunks nicht crittet. Ah, hat schon so eine extra Chance und macht trotzdem nicht. Genau. Auge. Der macht Auge, der Junge. So, erste Form durch, Hildegard. Was? Der hat, du bist schon durch. Der hat ja gar nicht gedodged bei dir. Ey, ich. Ja doch, der STR hat die erste. Was? Ich bin noch in Goku Blue gegangen. Was? Wie lange brauchst du? Ich meine, Glückwunsch. Ja, Müll. Oh no, Alter. Mit Blue gehen, das ist in dem Sinne eigentlich sogar ein schlechtes Zeichen, obwohl es eigentlich was gut ist. Ja, und ich bin. Alter, es war die letzte Runde bei Quadok. Hätte ich ihn nicht geschafft, dann wäre ich. Oh shit! Was ist los? Oh shit, der Crit gerade, Alter. Zweite Form AGL Hildegard hat noch 2 Leisten. Jetzt. Weißt du was? Er ist tot, ich bin bei der letzten Stufe von Hildegard. Alter, der hat ja bei dir gar nicht gedodged. Nein, hat er wirklich nicht. 2 Attacken hat er direkt durchgelassen. Und ich habe jetzt einen Dokkan-Mode. Okay. Jetzt ist auch so interessant. Ich merk schon. Wow, okay. Okay. Alter. Nice. Ich habe gerade wirklich jetzt optimale Lackvoraussetzungen. Jetzt bin ich gespannt, ob der bei mir dodged oder nicht. Okay, erste Runde kam durch, sehr gut. Aber die zweite muss durch, die ist wichtig. Bide, nicht dodgen. Ja, die wird er dodgen. Oh nein, Mann. Ah, hör auf, Johnny. Der hat nicht gedodged. Korrekt, alles gut. Aber ich merke schon. Mode mit dem neuen Tech Freezer. Oh, was? Warte, bei der letzten Stufe? Mhm. Garantierter Treffer mit dem neuen Freezer. Ja, das wollte ich gerade sagen. Korrekt. Heilige Scheiße, er lebt aber noch. Echt jetzt? Ja, er hat überlebt. Hätte ich nicht gedacht. 200 Millionen mit Crit. Wenn jetzt Golden noch hinterher treffen lässt, bin ich durch. Als ob er nicht dodged. Oh mein Gott! Er hat noch eine halbe Leiste! Jede Leiste zählt. Er hat gerade alle 3 Attacken durchgehen lassen und er ist tot, ich bin durch. Alter, mach mal langsam. Ohne Tapion-Item. Echt jetzt? Korrekt. Ja. Ich bin noch beim zweiten, aber so. Alter, das war gerade so lucky. Hoffentlich zum nächsten? Yes! Okay, ich habe schon gemerkt, du hast ja vorhin gemeint, also auf Part 1, Elagrons Animation, die geht schon lang. Die geht richtig lang. Geht sehr lang, oh mein Gott. Ja, man merkt's. Stell dir mal vor, du hast jetzt Elagoku oder Freezer im Team. Ja. Elagoku und Freezer im Team. So, bei Vegeto kriege ich den Vorteil mit. Warte, Elagoku Black hat doch auch einen Vorteil, oder? Ja. Oh, das wird wehtun. Das könnte wehtun in der letzten Phase. Alright, ich bin jetzt beim letzten Tapion. Kannst ja die Flöte usen. Hab ich kriegst du einen Dokkan-Mode in der Runde oder? Nee, ich hatte davor einen Dokkan-Mode. Den habe ich auch genutzt, damit ich direkt herkomme. Jetzt bin ich gespannt. Okay, wow, der hat sich gedodged. Okay, krass. Aber das dodge bestimmt. Fuck. Ja, war klar. Die Probleme. Edition Ulti auf Elagoan. Aber die wird natürlich nicht gedodged. Mit einem Crit. Oh. korrekt. Mit einem Crit. Und Dugorn hat noch gedodged, Alter, Level 5 Dodge. Der zeigt, wer gedodged. Additional. Dodge! Okay, wow, man, keine Ahnung. Jedenfalls ging da viel Angriffe durch. Critical. Aber er lebt noch, verdammt. Ah, diese Transformation, die da nehmen, echt auch Zeit in Anspruch, ey. Oh, Mann, ey. So. Zack. Also, ist immer so belastend, wenn er 40 im Leben noch hat, was gar nicht erwähnenswert ist. Oh, ja. Alright, dann soll ich aber
Wo bist du gerade? Du bist schon bestimmt fast fertig mit. Ich bin beim physischen Vegito Blue gerade. Okay. Der hat mich gerade leider ein bisschen hingehalten, weil er nicht sterben wollte durch die Ulti vom Freezer. Ei, 2,5 Millionen Damage. Schön. Tot. Weißt du, was schlimm ist? Wenn man nur. Ah, Verwandlung. Eine 1 bekommt zum Laufen. Überleg mal. Als ob also, du nur eine 1 hattest. Doch, ich hatte 2 Einser und 1 Zweier, Gott sei Dank noch. Sonst müsste ich hier quasi nochmal 1 runterdrücken. Ja, überbelastend. Ich überleg mir gerade, eigentlich sollte ich nicht mit Allegrate Sam in ulten, weil der Penner, der nimmt einfach nur Animationen weg. Ich kann einfach nur da sein und mir Key geben für alle anderen. Wenn man seinen Kampf so sehr ausrechnet, dass man wirklich überlegt, welche Animation kann ich überspringen. Jederzeit wird mitgenommen. Alles wird mitgenommen, ey, ohne Spaß. Ich habe gerade leider vergessen, Ella Bojack eine Ulti zu geben, obwohl er effektiv wäre als einziger in der Runde. Ich weiß nicht wieso. Alter, Ella Bojack ist nicht geben. Geil, Mann. Ella Bojack. Ich finde den brutal, ganz ehrlich. Ich finde den richtig geil sogar. Sag, wer hat eigentlich in so vielen Team Verwendung, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich finde auch, der ist echt sehr, sehr cool. Resurrected Movie Bosses, Villains Team, so oder so. Okay, ich besitze nur eins davon. Hast du eigentlich für Thales gesammelt? Nö. Ja. Ich habe absolut kein Interesse gehabt an dem Team. Bei mir, ganz ehrlich, hätte es auch keinen Unterschied gemacht, ob ich gesammelt hätte oder nicht. Im Endeffekt hatte ich ihn nicht. Nach 700 Stones oder so. Weißt du was, ich finde es scheiße, Mann. Das ist ein Dokkan-exklusiver Charakter, dass der nach 700 Stones nicht droppt, aber dass man Alert zieht. Ich verstehe manchmal bei sowas die Welt nicht, Mann. Aber es kommt oft vor. Diese Raids im Spiel sind... Ja. An sowas sieht man halt wirklich, dass die random sind, dass die dann nicht irgendwo an manchen Stellen gekauft sind, sondern es einfach, dass man komplett werden kann oder komplett das Beste hat. Ja, ist halt total random. Aber wir haben ja vorhin zum Beispiel über Blazing geredet, so diese Step-Up-Summons. Wenn man Blazing bei 9. ist so wundervoll. Ja, wenn man bei 9. Multi einen neuen Dokkan-exklusiven Charakter haben könnte, her damit, fertig. Dann hast du wenigstens eine Garantie, dass du ihn auf jeden Fall kriegst. Ja, das macht. Ich fand es immer ziemlich gut, dass Blazing halt dich belohnt dafür, wenn du Geld ausgibst, genau, dass du auch wirklich halt, wenn du genug ausgibst, diesen Char kriegst, du kannst so, 500 Euro, komm, du hast ihn noch nicht. Hast du, zwar ein GSSR, aber ja. GSSR, hier deine 12. Kevlar, habe ich gehört. Ja, Mann, ich frag nicht. Ja, Mann, 300% Kevlars. So, bei welcher Stage bist du gerade? Welcher Vegito? Vorletzte Vegito. Du bist durch. Ich bin gerade beim letzten, ich bin noch nicht ganz durch, irgendwie, weiß nicht, habe ich gerade ein bisschen gehapert. Okay, ich komme jetzt zum letzten nach jetzt bin ich, Alter, 4.500.000 Crit. Fair, von Rosé, oder? Ja, Elegoku Black. Oh, Alter, geil, Alter. Ich finde Elegoku Black so geil, aber ich finde, viele verstehen einfach nicht, was er drauf hat. So viele tun ihn Ich anfangs schaue, ich habe ihn ziemlich unterschätzt. Ich habe ihn ziemlich schlecht geredet, aber jetzt, je öfter ich ihn nutze, ist er jetzt gut. Der ist perfekt. Ich bin jetzt bei Rose. So, Kakarot muss hier nicht ulten. Der Penner hat einen Typen-Nachteil. Alles kalkulieren. Ich setz alles auf Ella Gohan. Ella Gohan, 2 Dupes, let's go. Bide. Gegen Vegito mit Typenvorteil. 2,5 Millionen, let's go auf dem Radar. Kommt ein Crit durch. Ja. Bide Crit. Natürlich kein Crit. Gegen ihn. So, bei meinem AGL Rose. Oh nein! Ich krieg Ulti auf den AGL Goku. Locker 200.000. Oh nein! Spaß, 91.000. Total verschätzt. Zeitverschwendung. So, Modele. Du bist bei Rosé, Critter, ne? Critter. Jo. Verdammt, der hat meine Leiste. Okay, schade. Der erste Rosé, nee. Du bist bei Rosé, AGL. Oder schon bei Strength? Ja, beim zweiten. Beim zweiten Rosé, AGL. Alright. Oh, die Transformation dauert! Ich rotiere meine Gokus raus, damit ich auch Transformation spare. Alter! Dieses Race ist so durchberechnet. Ja, Mann, Alter. Alles auf. Was du nicht bedacht hast. Oh Mann, der hat immer noch so wenig Leben. Das gibt's doch nicht, Saman. Weißt du, was mich auch manchmal abfuckt, wenn es um Zeit geht beim Extreme Sea Awakening? Das ist immer so. Diese Änderung von seiner Passive des Gegners jetzt so angezeigt werden und dann deine Passive und diese und diese und diese. Ja, und das und jenes. 30 Sekunden. Ja, das stimmt auch. Boah, so lang. Hast du das? Und dann, wenn ich eh schon dreimal verloren habe irgendwie in der Runde und mich dann aufrege und stream es dann spiele, dann beleidige ich einfach nur das Spiel. Ich einfach nur sauer so, ja, ich kenne die Passive, danke.
Ei, 90.000 abgekommen. Oh, und er kriegt 2,5 Millionen zurück. Was richtig komisch ist, mein Elagogo Black hat zwar keinen Dupe, aber er ultet so verdammt oft mit einem Crit, ich verstehe es einfach nicht. Ja. Das ist geil, also ich find's eh geil, wenn die Free Crit bekommen, also Tech und Strength Charaktere. Ja, und dann gibt's so INT Chars Mode. Ja, wir können ausweichen! Yeah, Mann! Level 5 Dodge! Ey, Int Charaktere, ich schwör, diese Level 5 Dodge, die sind so sinnlos, Mann. Hast du so? Ich wünschte, man könnte wenigstens, also, okay, Level 5 Dodge am Anfang, aber wenn du ihn auf 100% hast, solltest du so angezeigt bekommen, möchten sie die 5 Dodge überschreiben oder sowas. Ja, weil ich finde die übertrieben sinnlos, die Level 5 Dodge. Stell dir mal vor, du hast LR Gohan jetzt wie dein mit 2 Dupes schon und irgendwann dann noch full. Ja. Und der hat einfach noch diese 5 Dodge. Ja. Du denkst dir so, yeah, Mann. Ja, 5 Dodge, geil. Das ist es. Der muss ja auch dodgen. Gott sei Dank. Der hat ja keine Verteidigung, der muss ja dodgen. LR-Char, allgemein schon eine 80.000er Defense, Gott sei Dank kann der ausweichen. Ja, Mann. Könnte ja gefährlich werden. Manchmal ist dieses Spiel einfach. Allgemein Dodge, diese Mechanik einzuführen, ich verstehe es, aber. Irgendwie auch nicht, gell. Ja, man versteht es aber auch irgendwie auch. Man kann es anbieten, aber man muss es nicht aufdrücken. Ja, ja. Also manche Chars, die eh keinen Damage machen, würde ich dann mit Dodge vollklatschen. Ja. Ja, genau. Ich auch, so Support, also Super Saiyan 2 Kale oder so, die habe ich auch Dodge gegeben. Genau. Genau sowas, weil die sind in der Runde da und geben ein bisschen für die anderen, aber können selbst ausweichen. Ja, ja. Perfekt halt. Ey, ich spiele zwar noch Spider-Man. Hab die Woche nicht viel spielen können wegen Schule, aber ich bin fast durch mit der Story inzwischen, yo. Wie findest du das Game? Ziemlich gut. Hast du es dir geholt? Nee, Mann, ich bin nicht so der Spidey-Boy. Also ich fand, ich hab den neuen Film gar nicht gesehen. Ich hab die ersten gesehen mit Peter Parker. nein, die allerersten, die. Kennst du mit Peter Parker, kennst du bestimmt die allerersten Spider-Man-Teile. Die habe ich gesehen und die neuesten danach gar keine. So. Meinst du jetzt die allerersten da, wo diese Trilogie halt mit Ja, genau. Mit Venom, ja, das war ja mit der Tobey Maguire, der den gespielt hatte. Ja, der hieß ja Peter Parker, der im Film selbst, der Schauspieler, also Spider-Man, oder? Oder verwechsel ich gerade? Hieß nicht ich Peter weiß gar nicht, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Peter Parker ist ja Spider-Mans Name. Ja, genau, den meine ich auch, also im Film halt den Namen. Naja, anyway, und die 9 habe ich nicht gesehen, Aber die 9 sollen ja, die echt Reihe cool danach sein. War kacke. Echt? Aber es gab eine Reihe danach, es gab eine Reihe danach, das war The Amazing Spider-Man, die war so... Okay. Sie war okay, das war's. Mhm. Und jetzt hat der neue, der jetzt mit Marvel zu tun hat, mit den Avengers, der ist ziemlich gut, finde ich. Ah, okay. Und der vom Film, welches ist das? Vom Spiel? Der hat mit denen tatsächlich allen gar nichts zu tun. Das ist auch schon älterer Spider-Man, der ist so um die 24 im Spiel und verfolgt eher so seine eigene comic-mäßige Line. Das gefällt mir ziemlich gut, ich feiere das. Ja, okay, sehr. Okay, korrekt. Nicht schlecht. Spiel macht ziemlich Spaß, vor allem das Open World hat mit Spider-Man war immer geil. Ich weiß nicht, was auf der GameCube damals Spider-Man mal gespielt? Nee, Mann, ich habe gar kein Spider-Man-Game gespielt. Echt? Nee, Mann. GameCube oder PS2-Spiel hat ja irgendwie jeder gespielt, fand ich. Nee, ich hatte zwar GameCube, aber Spidey ging an mir vorbei, keine Ahnung. Alter, du hast was verpasst. Du hast was verpasst, sage ich dir. Ja, kann sein. War das so gut, oder was? Ja, Legendenstadt. Echt? Also damals für die damaligen Verhältnisse, das war... So für mich das Open-World-Gameplay, Alter, okay, so auf Gamecube. Allein deswegen hatte ich diese Gamecube, so rumlaufen, Verbrecher klatschen, mit Spider-Man schwingen durch die Städte. Verbrecher klatschen. Ja klar, du konntest sogar Venom sein und Gute klatschen, du konntest Alter, Autos Venom. Auf Menschen werden. Venom ist geil. Ist der neue Venom-Film eigentlich schon draußen? Oder wann kommt der? Ich glaube nicht, ich glaube der kommt, obwohl, ich weiß gar nicht. Ich will den sehen. Den will ich auch sehen, ja. Ich weiß nicht. Und vor allem den Broly-Film. Weißt du eigentlich, ob der hier bei uns in Deutschland kommt? Man weiß jetzt noch gar nichts, ne? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Ja, die neuen Dragon Ball Filme kamen ja alle bei uns im Kino, also der hoffentlich auch. Hoffentlich. Ich hätte echt Bock drauf, Mann. Ich hoffe aber irgendwie auch, also was mich mehr interessiert, ob Kino hin oder her, aber die deutsche Synchro bitte mit Tommy Morgenstern. Ja. Bei Filme hat er gesagt, macht er noch und es wäre einfach so sick, ihn wieder zu hören. Ja, Mann. War der auf bei Battle of Gods? Ich glaube, ja, gell, da waren, oder nee? Ja, Battle of Gods und Freezer hat er auch gemacht. Genau. Ja, wenigstens so eine Film können die echt holen. Gib ich dir recht. Ja, er meint ja, die Filme, für den Rest hat er keine Zeit. Ja. Der Sack. Ja, was soll ich machen? Guck mal, ich hab jetzt 1 bekommen. Ah, nee, doch nicht, okay, krass. Wo bist du eigentlich gerade? Ella Gogeta, vorletzte Stufe, und du? Was? Ich bin gerade rein zu dem Dackel. So, letzte Stufe meinte ich. Oh, nee, warte, vorletzte, doch. Verzeihung. Vorletzte hab ich verkauft. Okay. Alles gut. Hast du Shinobi Striker geholt?
Ja, von Bandai bekommen und auch schon ein bisschen gespielt. Es macht nur Spaß, wenn du eine Gruppe hast, tatsächlich. Ja. Ist wahrscheinlich auch bemerkt, oder? Sag ich auch, ja. Also alleine, ich habe das gespielt, alleine habe ich 20 Minuten gespielt, musste wieder ausmachen. Die Missionen sind auch viel zu nervig so. Aber wenn du so in einem Squad spielst, ist es wirklich sehr geil. Ja, das war auch nichts für mich. Ich meine, alleine spielst du das auch nicht. Aber mit einer Crew macht Spaß. Mit Freunden macht es echt Spaß. Ich hab das ja mit Rafi, Zizi und Champa gespielt gehabt, das war so unnormal lustig. Korrekt. Aber seitdem auch nicht wieder angemacht, weil halt alleine. Ja, genauso. Hast du noch ab und zu mit meinen Kollegen spielst Monster Hunter World? Das finde ich auch recht geil. Aber das sind so Spiele, die spiele ich nur mit Kollegen. Alleine spiele ich das nicht. Ja, manche Spiele sind halt absolut nur Multiplayer-tauglich. Auch so Sachen wie, habe ich damals immer gespielt. Nicht PUBG, sondern das noch davor, H1Z1. Ah, ja, das war einfach das erste Battle Royale und das konnte man einfach nicht alleine spielen, finde ich. Es war so mega. Es war so plump. Mhm. Man braucht da schon Freunde, damit lustige Situationen entstehen. Ja, stimmt schon. Ich bin übrigens bei der letzten Stage. GG. Ich hatte die Double-Transformation einfach. Von dem Goku. Au, ich werd geultert. Auf den Tank, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf. Einen Tank, okay. Boah, Glück gehabt. 25.000 ist trotzdem viel. 70%ige Damage Reduction. Boah, Additional Ulti auf den Goku, korrekt. Ich mache aber recht wenig Schaden. Du könntest tatsächlich. Was hast du für STR-Chars? Nur Vegito Blue. Ja, trotzdem, damit könntest du eigentlich einiges aufholen. Bist schon fast durch, oder? Ich habe noch zwei Runden vor mir. Naja, der ist zwei Leisten verloren, der LR. Okay. Oh, okay, vier. Vier Leisten. Ich bin jetzt beim Vorletzten. Kann passieren. Dann immer gecruited. Okay, mit LR Goku Black könnte das doch jetzt doch ziemlich schnell gehen. Naja. Zack, und Bojack! Welche LRs fehlen dir eigentlich, Tony? LR Broly, LR Super Saiyan 3 Goku und LR Trunks, glaube ich, nur. Ne, warte, es gibt ja inzwischen auch, gibt's noch was, kam als letzter LR? LR GF Goku Freezer. Ja, okay, die natürlich auch und... Achso, wer kam noch? Beerus? Beerus, genau, Beerus fehlt mir auch. Also Beerus, okay. LR Goku Freezer, Super Saiyan 3 Goku, Broly und, oh mein Gott, das sind so viele. Wen hättest du am liebsten von denen, die dir fehlen? Natürlich jetzt Goku und Freezer, aber davor hätte ich Broly genommen. Ja, Goku und Freezer, Mann, die muss man eigentlich haben, gell? Hast du LR Beerus? Nee, Mann. Ja, okay. Hast du den gehuntet überhaupt? Hast du es versucht? Nee, nein, weil der alles down war. Waren ja alle offline. Ah, stimmt, da waren die Zelle auch wieder down. Und dann wann kam Beerus? Vor dem Dreijährigen oder nach dem Dreijährigen? Ich glaube danach, gell? Jedenfalls kam es entweder vor dem Dreijährigen oder 250 Minuten Celebration. Und ich wollte auf jeden Fall Stones sparen dafür. So. Ah nein! Der kam mit Thales zeitgleich. Und weil ich Thales nicht gezogen habe, habe ich mich auf Thales konzentriert. Ach so! Jetzt! Deine 700 Stone-Ding da. Yeah. Thales, Alter. Bitte hör mir auf. Hör mir auf mit Thales. Der Junge, der hat mich in den Dreck geworfen. Ah, und wie viele Thales hast du? Null! Nicht einen einzigen, Alter. Keiner weiß, legit. Bist du schon durch? Nein. What? Ich bin jetzt auch beim letzten, aber der hat Full Life noch. Super, ich mag das Team. Super Gogeta's Animation ist auch richtig geil. Von wem? Super Gogeta, LR. Ist der denn auch mit Jube irgendein von den beiden, Nee, ja, das Anniversary Chars eigentlich? Nee. Warte, Matze hatte auch noch einen Gogeta-Dupe gezogen. Irgendeiner hatte noch einen Gogeta-Dupe. Kann sein, ich weiß gar nicht. Bei mir zählen nur die Majin-Dupes, du weißt, Johnny. So, Leute! Charlie, wo sind sie? Sind sie fertig? In der Summon-Animation Super Saiyan 1, fuck. Ja. Yeah. Ah, Chef! Ich hab einen Summon gemacht, ich bin schon durch. Ach, du bist schon durch? Hey, ich war eigentlich auch schon längst durch. Ich hab auf dich gewartet. Haben wir aufeinander jetzt gewartet? Spaß, mach ich mir noch drin. Was hast du jetzt? Was? Oh Mann, ey! Okay, Freunde! GG!
Anyway, Freunde, euer Boy ist auch durch nach 8 Jahren. Gianni, danke fürs Mitmachen. War auf jeden Fall ein cooles Race. Ja, Part 1 auf seinem Channel. Wie gesagt, Freunde, checkt es auf jeden Fall ab, wenn euch das Ganze gefällt. Hier und dort. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo, wenn ihr neu da seid. Ansonsten, Gianni, möchten Sie noch was sagen? Nö. Alles klar. Dann sagen wir GG an Gianni und wir verabschieden uns. Haut rein, Leute. Peace. Ciao. When I pull up at your girl, mommy wanna be my word. You a man, bro, don't you cry.